Wisst ihr eigentlich, woher die Namen der Wochentage kommen? Das ist sehr, sehr interessant und mit unserem Thema eng verwandt, weil die Grundlage dessen, warum wir die Namen so gewählt haben, wie wir sie gewählt haben, entspricht genau dem, woran wir unbedingt etwas tun müssen. Ich bin mir sicher, du kennst auch Menschen, und vielleicht gehörst du dazu, die gewisse Wochentage, gewisse Emotionen beimessen. Das heißt, es gibt dann ja entsprechend Wochentage, wie zum Beispiel den Montag, wo wir sagen, ich hasse Montage. So. Viele Menschen hassen Montage, weil der Tag beginnt, weil die Woche beginnt, und das ist auch schon so, die Woche beginnt, kommen wir gleich dazu, weil meist die Arbeitswoche beginnt und man selber mit der Arbeit auch eine negative Assoziation hat. Ihr merkt schon daran, es geht alles im Leben zwischen Gefühl und einem Zustand oder einem Ding und dazwischen die Verbindung, wie das ist, das wird abgespeichert. Ich hasse Montage. Das heißt, es besteht aus zwei Dingen. Einmal aus ich hasse und einmal in meiner anderen Farbe. Ich hoffe, das ist eine andere Farbe. Und Montage. Die beiden Sachen existieren. Das eine, dieses ich hasse, das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl. Und Montage, die Montage, das ist eine Definition. Das heißt, wir haben einmal festgelegt, was ein Montag ist, wir haben ein Gefühl und das gemeinsam führt dann in unserem Kopf, also jetzt in dem Kopf, tun wir mit der Lupe drauf schauen, aufs Gehirn, wir haben in unserem Gehirn haben wir neuronale Netze. Das sind Verknüpfungen zwischen Gefühl und Definition, die gefestigt werden. Und umso häufiger man das wiederholt, zum Beispiel sagt, ich hasse Montage. Und am nächsten Sonntag sagt, boah, ich hasse Montage. Und dann 3 Wochen später, ich hasse Montage. Und wenn man sein Leben lang das verbalisiert hat, dann ist das eine feste Struktur im neuronalen Netz dieses Gehirns. Und diese Sachen sind häufig für unser Leben nicht besonders, zumindest für unser Lebensgefühl nicht besonders förderlich. Und entsprechend möchte ich zu etwas kommen heute, das nennt sich Wochentage vergessen oder vergiss die Wochentage, was aber natürlich nicht so leicht ist und was ja erstmal so ein bisschen uns, ja, wo wir uns Schritt für Schritt mit anderen neuronalen Netzen, mit anderen Verknüpfungen im Verstand daran nähern, dass es bei euch Aha macht und das dann ausgelöst wird. Weil einfach zu sagen, hey, vergiss jetzt die Wochentage, das bringt nichts. Man muss da erstmal, ja, quasi andere Assoziationen bedienen und den Verstand bedienen und dann muss eine Emotion kommen, das ist oft der Aha-Effekt und dann möchte man von sich aus die Wochentage vielleicht vergessen. Das ist meine Inspiration heute. Aber es geht los. Also, die Definition. Also, es gibt in der Natur so grundsätzliche Zyklen. Ne? Da gibt es verschiedene. Da gibt es zum Beispiel, dass unsere Erde jetzt hier und dann gibt es den Mond, der quasi einmal um die Erde reist. Und das ist ein Mondzyklus und das ist ein Monat. Und dann gibt es natürlich auch noch, dass unsere Erde derjenige ist, der umherkreist und zwar um die Sonne. So. Und wenn unsere Erde einmal um die Sonne gekreist ist, dann ist was um ein Jahr. Das sind ganz natürliche Rhythmen oder ganz natürliche Zyklen. Und nun ist es so, nun haben wir Menschen gedacht, hey, das ist ein Zyklus und um uns besser zu orientieren können und einfach ja, quasi der Natur unseren verstandesmäßigen Stempel aufdrücken zu können, können wir das ja noch weiter unterteilen. Und da gibt es ja, gibt's auch noch die Phasen des Mondes. Ne? Da sind verschiedene Phasen, hier und hier. Ne? Und der aufgehende Mond, der neue Mond, man hat eine Definition gefunden, unser Verstand ist ja super in irgendwelchen Dingen zu finden und Namen zu geben und dann das als Realität anzunehmen. Und ja, dann hat man halt eben die Mondphasen hat man dann genommen und kann dann sozusagen ja, weiter unterteilen und dann hat man dann die Woche unterteilt, ja, die verschiedenen Wochen,
So 4 Wochen jeweils ungefähr der Mond. Und im Jahr hat man das dann auch gemacht. Da gibt es eben dann die Quartale. Und ja, das hat man dann auch mit Jahreszeiten sozusagen belegt, weil ja zu jedem, genau wie zu jedem Mondphase, zu jedem Sonnenphase ein bisschen das Wetter anders ist oder irgendwas anders ist, hat man halt wieder unterteilt. Also das ist ein absolut natürlicher Einzyklus, eine absolut natürliche Unterteilung, so ein Jahr oder ein Monat. Aber die Quartale oder die Wochen, das sind ja einfach willkürlich durch unseren Verstand und getroffene Assoziation zu zum Beispiel Mondphasen, die man dann sozusagen gesagt hat, okay, das ist jetzt aufgehender Mond, das definiert man als aufgehender Mond, was auch immer, und Neumond, ihr seht, ich erkenne mich schon gar nicht mit den ganzen Mondphasen so aus. Und ja, aber das sind natürliche Rhythmen. Und da kommen wir nämlich dazu, wie denn dann die Wochentage, also wenn man dann so eine Mondphase in Wochen eingeteilt hat, wenn man dann, muss man ja die Wochen dann auch wieder in Tage unterteilen, wie hat man das gefunden? Und das passt so systemisch total gut zu der Einteilung in Wochen. Und zwar, dass man den Wochentagen, das beruht einfach nur auf Gottheit. Auf Gottheiten, auf irgendwelche Gottheiten. Also Gottheiten wisst ihr ja, also das sind ja nicht fassbare, oft Menschen früher, die dafür verantwortlich gemacht wurden, dass irgendetwas passiert. Das heißt, wenn es gedonnert hat, dann hat der Thor einen Blitz unten auf die Erde geschmissen und der Thor war dann der Donnerstag. So, und so ist der Donnerstag entstanden. Ja? Und dann gibt es den Mars am Dienstag und was auch immer. Das ist das, wonach wir leben, was wir als Definition halt so annehmen. Und einige sagen dann auch noch, boah, das ist unsere Geschichte und das ist doch wertvoll, dass wir sowas, die Tradition ehren und dass wir uns da bewusst sind und so weiter. Wir sind von unserem Verstand her auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene wie vor 100, vor 1000 oder vor 10.000 Jahren. Und wer sich dafür interessiert, wie sich das so entwickelt hat, ja super, der kann sich das interessieren. Aber müssen wir danach leben und vor allem, weil das Potenzial birgt, nämlich auf negative Assoziationen uns auf unser Leben zu übertragen. Und ich sage dir ganz eindeutig, nein, das ist nicht notwendig. Und dann sind wir auch, was bei den neuronalen Netzen angeht, der Problematik, dass bei uns diese Kreisläufe, die immer wieder entstehen, durch das, was ich vorhin gesagt habe, ich wiederhole, dass ich Montage hasse und dann hasse ich irgendwann Montage. Und also das sind quasi Kreisläufe, die in unserem Leben existieren, die immer wieder kommen, und das ist dann unsere Realität. Also das sind diese Kreisläufe zwischen Emotion auf der einen Seite und irgendeiner Definition, die irgendjemand belegt hat, teilweise noch mit irgendwelchen sinnlosen Sachen. Also generell der Wochentag an sich ist schon sinnlos, genau wie die Wochenunterteilung, als auch die Belegung dessen, deswegen hat er so gut gepasst. So, aber das ist dann unsere Realität, obwohl uns das total egal sein kann. Ne? Wenn wir nämlich, und spielt das mal durch, wenn wir nämlich nicht wüssten, dass morgen Montag ist, sondern morgen ist der 23. Februar und gar nicht wissen und gar nicht mehr denken in Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, da gibt es eine Sache weniger, und zwar eine ganz entscheidende Sache in unserem Leben weniger, die wir nicht mehr irgendwie emotional belegen können. Und ihr könnt euch nächstes Jahr, wenn dann 23.2. ist, nicht erinnern, wie der letzte 23.2. war. Also das funktioniert nicht. Wenn ihr nur in Daten denkt und überhaupt nicht mehr in Wochentage, dann ist das eine große Chance raus aus dieser Realität. Die Realität, die für viele Menschen, gerade die sagen, Montag ist scheiße, ich hasse Montage. Dann hat man nämlich genau das. Man hat ein Scheißleben. Man hat ein Scheißleben. Und so häufiger man sagt, dass man ein Scheißleben hat, umso mehr glaubt man auch daran, dass man ein Scheißleben hat. Weil wieder Definition Scheißleben zu Gefühl. Und das Gefühl kommt häufig, und das ist heute mal ein Beispiel, bei der Referierung auf die Wochentage. So, aber wie ist das denn nun in der Realität? Ist das denn wirklich möglich, quasi ja, ohne Wochentage zu leben? Also das ist quasi sozusagen jetzt meine Roadmap dafür, wie ihr quasi das umsetzen könnt. Das erste ist quasi, das hatte ich schon gesagt, dass man nur noch im Datum denkt
und eben die Wochentage, ach, einfach die Wochentage weglässt, ne? Wochentage weglässt. So, das zweite ist, das ist dann der erste Schritt dann, soll jetzt irgendwie so ein Hammer sein, dass ihr das kommuniziert in eurem Leben, dass ihr das kommuniziert, ganz klar und deutlich, dass ihr allen Menschen sagt, hey, pass auf, mich interessieren die Wochentage nicht mehr. Nenn mir das Datum. Wenn jemand fragt, hast du am Sonntag Zeit? Dann sagst du, Sonntag, was ist das? Interessiert mich nicht, sag mir das Datum. So kommuniziert man das einerseits mit seinem, umgebenden, ja, mit seinem Umfeld, und zum anderen wiederholt man dasselbe. Man baut ein neuronales Netz auf durch Kommunikation. Ich schreibe es mal hin. Kommunikation. Und man baut hier ein neuronales Netz auf, was dem, hier diese Definition der Wochentage, was dem zuwider ist. Dass man überlagert quasi dieses Netz, indem man, wenn man sich irgendetwas ausmacht, was in der Zukunft liegt, also plant, oder irgendwie, quasi wo man früher einen Tag gesagt hat, also einen Wochentag, dass man jetzt ein Datum sagt, dann geht man davon weg, dann haben die Tage keine eigene Magie mehr. Die Magie ist, wie gesagt, keine Magie, sondern es ist einfach nur ein neuronales Netz. Und dann, wenn man nur noch an Daten denkt, also nur noch an Datum, dann fällt ein riesiger Pool weg, der die Menschen negativ werden lässt. Negative Emotionen. Und das ist ein Punkt. Ne? Es gibt auch sehr, sehr viele weitere Sachen, worauf man das anwenden kann, das Prinzip. Ne? Also ganz wichtig dabei ist auch der Fakt, dass ihr mit diesem, Punkt Traditionen brecht. Ihr brecht damit Traditionen. Ihr sagt plötzlich keine Wochentage mehr. Das ist vollkommen auch in der Realität umsetzbar. Ihr weist einfach den Menschen darauf hin, weil jeder weiß, ein Datum ist exakt. Ihr müsst ihm nicht diese ganze Litanei erklären, warum ihr das macht, aber es ist realisierbar. Und wenn ihr diese Tradition brecht, passiert wieder was. Es geht auch wieder hier rein. Ihr bildet ein neues neuronales Netz. Und das besagt, dass ihr fähig seid, aus alten Gedankenstrukturen auszusteigen. Dass ihr fähig seid, euch zu ändern. Dass ihr plötzlich nie wieder Montag sagt, nie wieder Sonntag, nie wieder was auch immer. Ne? Ihr seid fähig, euch zu ändern. Und das verankert sich in eurem Gehirn. Hier oben. Euer Gehirn, euer Unterbewusstsein. Das, was das Handeln, wenn ihr nicht gerade bewusst seid, steuert. Das weiß dann, ihr seid fähig, euch zu ändern. Und wenn ihr euch im Kopf auf der Verstandesebene was vornimmt, dann weiß das Unterbewusstsein plötzlich, hey, ich kann's packen, ich schaff das. So, und das ist mit jeder Änderung, die ihr in eurem Leben vollzieht. Umso mehr ihr ändert, umso mehr habt ihr eine Sicherheit im Unterbewusstsein, dass ihr es schafft. Und das ist genauso bei mir. Ich habe irgendwann mal angefangen, irgendwas zu ändern. Ich habe irgendwann mal angefangen, Bestehendes, irgendwelche Traditionen in Frage zu stellen. So, und das war am Anfang hart. Und dann mit jedem Mal, wo ich eine Tradition gebrochen habe, egal ob das gut oder schlecht geendet ist, habe ich mich danach sicher gefühlt, wenn ich in irgendeiner Weise etwas ändern will, dass ich es schaffe. Und viele glauben nicht daran, dass sie es schaffen können. Sie glauben nicht daran, dass sie sich ja in irgendeiner Weise transformieren können. Sie denken dann, ach, geht doch nicht. Aber genau sowas hilft dann. Das heißt, Traditionen brechen ist immer gut. Es ist immer gut, eine Tradition zu brechen. Auch wenn man im Nachgang genau dasselbe tut, wie die Tradition vorher gesagt hat. Aber man weiß, warum man es tut, und man hat auch die Gegenseite oder eine Alternative ausprobiert. Und das ist eben so das grundlegende Prinzip, wie euer Gehirn funktioniert und wo die Chancen liegen. Und deswegen, ich sage immer einen Satz, wenn ich mit Menschen kommuniziere, ja, sei es relativ, sag ich mal, auf einer Ebene, wo schon Coaching gesagt wird, als auch im privaten Bereich, wo es irgendwie um Probleme geht, oder wenn man sich früh morgens unterhält. Und diesen Satz, den sage ich mir selber persönlich auch fast jeden Tag. Aber bestimmt so, ich will nicht die Woche sagen, die Wochentage. Aber ich bin nämlich auch in dem Denken natürlich noch drin, aber ich habe auch kein Problem mit irgendeinem Wochentag, weil ich arbeite 7 Tage die Woche und mir macht meine Arbeit Spaß. Aber ich sage jetzt einfach mal, also, ich sage das bestimmt so 5 Mal die Woche, das zu mir. Und diesen Satz, bitte, wenn ihr diesen Satz fühlt,
Und wenn ihr das Potenzial dieses Satzes wirklich, wirklich zulasst, dann habt ihr eine Riesenchance, dass euer Leben sich boostet. Durch so ein Kikifax. Durch so ein Kikifax boostet es euer Leben. Und zwar, ja, der Satz ist: Ich hoffe, man kann es lesen. Ansonsten sage ich dir nochmal an: Gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Das ist so meine Message an euch. Dass ihr jeden Morgen nach dem Aufstehen wirklich die Chance gebt, dem Tag der Schönste des Lebens zu werden. Und nicht darauf achtet, ob es ein Montag ist oder ein Sonntag. Und sagt, ah, Sonntag sind eh nie die schönen Tage. Sondern, dass jeder Tag einfach das Potenzial in sich trägt, wenn man offen dafür ist, ein wunderschöner Tag zu werden. Tag für Tag. Stellt euch das mal vor, wie geil das ist. Jeden Tag wacht ihr auf und seht das Potenzial, dass dieser Tag der schönste eures Lebens werden kann. Ne? Was das für ein Gefühl sein muss, wenn ihr das macht. Überlegt euch das mal. Und indem ihr das jetzt schon überlegt, habt ihr euer neuronales Netz geschaffen. Potenzial. Also, fangt damit an. Wochentage vergessen. Eine Möglichkeit von so aber Millionen Möglichkeiten, die es gibt, euer Leben einfach schöner zu gestalten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss. Yeah.